Ja, was man sich immer wieder fragt, ist, warum ist Python eigentlich so beliebt? Und ich habe hier mal den TIOBE-Index für Mai 2020 aufgerufen. Das ist quasi so der die Popularitätsrangliste für Programmiersprachen. Und wenn man das jetzt mal hier ein bisschen vergrößert, ganz aktuell, da mal ein bisschen runterscrollt, dann sieht man, dass, oh, das hat auch gebrochen, das war vielleicht ein bisschen zu groß. Dann sieht man, dass auf Platz 1 C steht als Programmiersprache, auf Platz 2 Java. Die haben übrigens gerade die Plätze getauscht. Und Python steht auf Platz 3 inzwischen der Popularitätsliste, noch vor C++, C#, Visual Basic und so weiter und so fort. Und JavaScript ist inzwischen auf Platz 7 runtergebrochen, obwohl es die Sprache des Internets ist. Ja, eine Erklärung dafür ist sicherlich nicht die alleinige Erklärung, aber ein Teil macht das sicherlich aus. Das sind die Features, die Python als Programmiersprache so bietet und die das Programmieren extrem einfach machen. Und ich habe hier mal meine ganz persönlichen Top 10 rausgesucht. Die Top 10 Python-Features, die eben den Programmieralltag so einfach machen. Wie gesagt, ist eine individuelle Zusammenstellung von mir, basiert jetzt auf meinen 2 Jahren Erfahrungswerte, die ich bisher so gemacht habe. Ich habe ja auch erst vor 2 Jahren mit dem Zeug angefangen und habe dann gleich angefangen, Videos zu produzieren, um das selber zu lernen. Also immer dann, es heißt ja immer dann, wenn man jemand anderes das beibringen kann, beziehungsweise wenn man jemand anderes etwas erklären kann, dann hat man es selber auch verstanden. Und das ist meine Motivation. Ist also ein bisschen Selbstzweck auch dabei gewesen bei meinen ganzen Tutorials. Ja, aber jetzt hier meine ganz persönlichen Top 10 Eigenschaften vom Python. Wir haben jetzt hier eine variable Koordinate und die besteht aus einem Tupel, jetzt hier als Beispiel, also eine Ansammlung von Zahlenwerten, 120 und 40. Also das soll hier die X-Koordinate 120 Pixel auf der horizontalen und 40 Pixel auf der vertikalen sein. Und viele andere Programmiersprachen sagen dann, okay, wenn ich jetzt die X- und die Y-Koordinate haben möchte und das Variablen zusortiere, dann muss ich eben hier wie auf eine Liste zugreifen und dann sagen, gib mir den ersten Wert, gib mir die 120 für das X und gib mir die 40 für den zweiten Wert. Und da das Ganze 0 indiziert ist, ist der erste Wert Index 0 und der zweite Wert Index 1. In Python funktioniert das mit der Nutzung der Funktionalität, nennt sich Unpacking. Das heißt, ich kann eine Variable, die aus mehreren Einträgen besteht, direkt Variablen zusortieren, ohne über diesen Index zu gehen. Und das funktioniert so. Und das war's. Was macht Python hier? Es schaut in diese variable Koordinate rein, erkennt, dass es vom Typ Tupel, erkennt auch, dass dort 2 Werte enthalten sind und den ersten Wert, den er findet, die 120, ordnet er dann dem x zu und den zweiten Wert, den er findet, ordnet er der Variablen y zu. Und das ist genau das, was wir hier oben erreicht haben. Das funktioniert übrigens auch mit 3 Variablen. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine dreidimensionale Koordinate haben, dann würde das hier unten mit der Z-Koordinate funktionieren. Hier müsste ich den ganzen Kram nochmal kopieren, hier reinsetzen, Z und hier 2 machen, um das Ganze umzusetzen. Das hier ist aber dann der deutlich einfachere Weg. Ja, wie vertauscht man eigentlich variablen Inhalte? Hier am Beispiel a ist 10 und b ist 20 und ich möchte jetzt ganz gerne, dass die variablen Inhalte von a und b vertauscht werden, sodass zum Schluss a 20 ist und b 10 ist. Und so machen das viele andere Programmiersprachen. Da sagt man zuerst, speichert man den Inhalt von a, in dem Fall 10, in einer temporalen Variablen ab. TMP haben wir die jetzt mal genannt. Da steht die 10 drin. Dann sagen wir, a ist jetzt b, das heißt also, der Wert von b, 20, wird zu a transferiert. Jetzt steht a auf 20, das heißt, die erste Hälfte haben wir schon mal erledigt. Und dann holen wir uns den Wert für b aus dieser temporalen Variablen. Die steht ja auf 10 und b ist jetzt 10. Und wenn man das dann ausführt, dann sieht man hier unten, ups, dann sieht man hier unten die Ausgabe 2010. Prima. Also hat funktioniert, a ist 20, b ist 10. Wie macht man das in Python? Sehr verblüffend, a, b ist gleich
B, A. Und auch das mal als Beweis. Und hier oben, das kommentieren wir jetzt mal alles aus. Und hier steht auch wieder 2010. Und der vertauscht das einfach on the fly, ohne eine temporale Variable zu benötigen. Er sagt einfach, der Wert von B, in dem Fall 20, geht rüber zu dem Wert A. Und der Wert von A, in dem Wert 10, geht rüber zu dem Wert B. Und das war's. Und die überschneiden sich nicht. Also das macht er eben in einem Rutsch und nicht nacheinander. Wenn das nacheinander machen würde, dann würde das in die Brüche gehen, weil dann ja schon der Wert von A hier am Anfang schon überschrieben ist. Wenn wir hier B 20 zu A rüberschieben und hier ist jetzt der Wert 20 und dann schiebt er den Wert 20 hier zu B rüber, dann wäre B auch 20. Ein anderes schönes Beispiel ist die Abfrage nach True-Werten, also ob eine Bedingung wahr oder falsch ist, true or false. Und hier mal ein Beispiel, wir haben hier eine Liste, die hat einen Eintrag, besteht eben aus einem einzigen Element, da steht eine 1 drin. Und häufig ist es eben so, dass man ab und zu prüfen muss, bevor man auf diese Liste zugreift, ist denn in der Liste überhaupt irgendwas drin? Weil ansonsten kriegt man dann irgendwie einen Fehler um die Ohren geschmissen, wenn die Liste leer ist und man versucht dann irgendwas zum Beispiel aus der Liste rauszunehmen und aus einer leeren Liste was rauszunehmen, ist halt immer ein bisschen schwierig. Und viele andere Programmiersprachen machen das dann so, dann nimmt man eben diese Liste, schaut nach, wie lang die Liste ist, also wie viele Einträge sie hat und wenn die Anzahl der Einträge größer 0 ist, dann tut man irgendwas und wenn das eben nicht der Fall ist, dann lässt man das schön sein, damit man den Fehler vermeidet. In Python und in diesem Pythonic Way würde man Folgendes schreiben. Man würde einfach sagen, if Liste und dann mach irgendwas. Und warum funktioniert das? Weil Python eben, was das Thema True or False angeht, grundsätzlich sagt, eine leere Liste ist immer false. Liefert also immer den Rückgabewert auf ein if, eine Liste, die kein Element enthält, liefert ein false zurück und deswegen geht ihr hier gar nicht in das mach irgendwas rein. Und eine gefüllte Liste liefert immer ein true zurück, also würde er hier in diese Variante reingehen. Und das gilt für Listen, das gilt für Dictionaries, das gilt für Tuples, das gilt für auch sogar Zahlen im Sinne von ist eine Zahl eine 0. Wenn eine Zahl eine 0 ist, dann ist sie automatisch false und wenn sie irgendwie positiv ist, ist sie automatisch true. Und dann gibt es noch das Thema Strings. Also ein leerer String ist zum Beispiel auch wieder false und ein gefüllter String wäre dann immer true. Und dann braucht man eben diese ganzen Abfragen hier nicht mit len, Liste und so ein Kram, sondern man sagt dann immer if Liste, if String, if Tuple, if Dictionary, if irgendwas und hat dann sofort die Antwort. Ja, in diesem Beispiel haben wir so eine typische Abfragelogik mal gebaut. Wir haben also hier eine Variable mit dem Namen Alter, die steht auf dem Wert 20 und dann prüfen wir einfach ab, ob das Alter größer 17 ist, dann setzen wir Erwachsen auf True und wenn das Alter nicht größer als 17 ist, dann setzen wir Erwachsen auf False. Da wir hier nur mit ganzzahligen Werten arbeiten, bedeutet das, ab 18 setzen wir Erwachsen auf True und unter 18 bleibt Erwachsen auf False. Und das kennt man aus vielen anderen Programmiersprachen mit diesem if und dann kommt die Bedingung und dann kommt die Anweisung für, wenn die Bedingung zutrifft und dann die Anweisung für, falls die Bedingung nicht zutrifft. Wenn das hier mit zwei Ausgängen arbeitet, wie in diesem speziellen Fall, kann man aber in Python das deutlich abkürzen und in eine einzige Zeile schreiben. Das ist dann hier mal dargestellt, Umsetzung in Python, wie man es richtig machen würde, der sogenannte Pythonic Way. Also es gibt ja diese Beschreibung, dass man etwas so macht, wie Python das idealerweise vorsieht. Das würde dann so aussehen. Man würde jetzt einfach sagen, erwachsen gleich true, if Alter größer 17, else false.
Und das wäre die gesamte Anweisung, die wir hier oben auch schon stehen haben, aber jetzt in eine einzige Zeile geschrieben. Hat außerdem noch den Vorteil, dass wir hier erwachsen als Variable nur ein einziges Mal schreiben, weil eben das Ganze so funktioniert, dass man hier richtig von links nach rechts, kann man das auch schön lesen. Erwachsen wird auf True gesetzt, wenn das Alter größer 17 ist, und ansonsten wird Erwachsen auf False gesetzt. Man muss das Erwachsen nicht nochmal hier wiederholen. Das hat den Riesenvorteil, wenn ich irgendwann mal der Meinung bin, dass Erwachsen einfach eine falsche Variablenbezeichnung ist und ich sollte hier lieber zurechnungsfähig draus machen. Ist natürlich gemein. Dann muss ich hier in dieser Variante daran denken, das auch dorthin zu kopieren. Ansonsten kriege ich ja einen Fehler, weil ich mal mit zurechnungsfähig, mal mit Erwachsenen arbeite. In dieser Variante, die ja genau dasselbe darstellt wie oben, muss ich nur ein einziges Mal das zurechnungsfähig ändern. Und das Ganze funktioniert, also reduziert auch die Fehlermöglichkeit. Ja, auch wieder ein typisches Beispiel. Wir haben eine Liste, die wir mit Stringwerten befüllen wollen. Und dann müssen wir hier in Python oder in anderen Programmiersprachen immer irgendwie meistens mit eckigen Klammern arbeiten und dann mit Anführungsstrichen die einzelnen Namen, hier mal die Rollen aus das Leben des Brian. Brian, Stan, Judith, Pontius, Centurio mal als Beispiel so reinsetzen. Das ist ein bisschen mühsam vom Tippen her, aber wenn man das mal ausführt, dann sieht man, hier gibt er uns die Liste zurück als Rückgabewert und die sieht eben richtig aus. Wie kann man das in Python schöner machen? Da gibt es den völlig genialen Befehl split. Und da sagt man dann einfach, ich übergebe ihm einen String und der sieht halt so aus. Und diesen String, das natürlich in Python wieder ein Objekt ist, also alles in Python ist ein Objekt, hat bestimmte Methoden und eine Methode heißt split und die splittet den String auf, und zwar im Standard nach dem Trennzeichen leer, also nach einem Leerzeichen, in einzelne Bestandteile, und diese einzelnen Bestandteile werden einer Liste zugeordnet. Und wenn ich dann sage, hier printe doch mal diese Rollen und die nenne ich jetzt mal Rollen 2 und sage hier Rollen 2, dann sehen wir, dass das Ergebnis völlig identisch ist, aber ich habe mir viel Tipparbeit gespart. Ich habe eigentlich in 1 durchgeschrieben. Ja, noch ein schönes Feature von Python ist die sogenannte List Comprehension. Und ich zeige jetzt hier mal, wie man einen Kartenstapel, Kartendeck mit Pokerkarten anlegen würde. Und die Aufgabe besteht eben darin, irgendwie eine Liste zu erstellen, wo alle 52 Karten enthalten sind, von 2 bis Ass. Und jede der Karten hat dann noch eine Farbe. Hier mal mit den englischen Abkürzungen für Spade, Heart, Diamond und Club dargestellt. Und in anderen Programmiersprachen würde man das wahrscheinlich so machen, dass man, okay, erstmal die ganzen Farben durchgeht. Im Englischen heißt das Ding Suite. Und die Farben selbst sind dann die Suits, und er geht dann eben diese Liste hier durch und sagt, okay, nehmen wir uns erstmal das Spade, sprich das Peak, und dann gehen wir, was den Wert angeht der Karte, in einem Bereich zwischen 2 und 14 durch, weil 2 die kleinste Karte ist, und dann geht es bis zur 10 und dann eben Bube, Dame, König, Ass bis zur 14, und da eben hier in Python das immer um bis zu der Zahl geht, die hier dargestellt ist, minus 1, haben wir dann so ein Range von 2 bis 15, und dann würde er von 2 inklusive 14 durchgehen und würde dann in der Liste, die wir hier als leere Liste angelegt haben, der Karten eine neue Karte anlegen, und zwar mit dem jeweiligen Wert des Values, sprich am Anfang 2 und der Suite, am Anfang eben das Spade. Und dann hätte man eben zum Schluss, wenn man diese beiden Schleifen durchlaufen hat, die dann verschachtelt sind, 52 Karten mit den unterschiedlichen Farben. So, wie würde man das in Python richtig machen? Das wäre der Pythonic Way. Wir bräuchten das hier alles nicht.
und können das hier mal auskommentieren und würden dann sagen, das machen wir in einer einzigen Zeile und sagen Poker Card Deck ist gleich und jetzt kommt eben so ein Listzeichen und jetzt sagen wir, was soll in der Liste angelegt werden. Wir sagen, es soll so ein Tupel angelegt werden aus zwei Werten, einmal aus dem sogenannten Value und einmal aus dem sogenannten Suit. Und dann gehen wir Schleifen durch und sagen, okay, for Suit in und jetzt geben wir ihm eine Liste mit der Suits, die wir vorhin gehabt haben, das waren ja diese Farben. Und das Lustige bei Python ist, die Liste kann eine Liste sein, kann ein Tupel sein, kann ein Dictionary sein, kann alles möglich sein, kann auch ein String sein. Und dann kann ich einfach hier eingeben, das war Spade, dann kommt Diamond, dann kommt, Quatsch, Spade, Heart, Diamond, Club. Das ist die Reihenfolge der Farben beim Pokerspiel. Und dann sagen wir for value in range 2,15. Und das erreicht genau das gleiche, was wir eben gerade dargestellt haben. Und wir müssen vorher nicht irgendwelche Listen zwischendurch anlegen, auch nicht eine leere Liste anlegen, auf die man dann das Ganze immer hinzufügt. Und diese zweifach geschachtelten Durchläufe in den Schleifen brauchen wir auch nicht. Ja, noch ein schönes Feature in Python ist die beliebige Genauigkeit von Ganzzahlen. Also Integers. Und mit beliebig meine ich so viel, wie euer Speicher hergibt. Wenn ihr da 64 GB Speicher eingebaut haben, dann habt ihr verdammt viele Stellen, die ihr darstellen könnt. Und ich habe jetzt hier 16 GB, aber das reicht eigentlich auch schon aus, um vielleicht hunderte von Stellen bis zu tausende von Stellen genau zu rechnen, bis auf die letzte Stelle. Hier habe ich mal dargestellt, wie das andere Programmiersprachen machen. Ich musste da sogar ein bisschen tricksen. Denn standardmäßig arbeitet Python halt ohne Import von irgendwelchen Bibliotheken oder irgendwelchen Formatierungsangaben eben mit, wie gesagt, beliebig genauen Integerzahlen. Und ich habe jetzt hier einfach mal 2 hoch 64, indem ich hier mal gesagt habe, das ist die Notation in Python für hoch, 2 hoch 64 und dann davon noch 1 abgezogen. Und wenn man das mal ausführt, dann kommt hier sowas raus, das kriegt man hier in anderen Programmiersprachen angezeigt. Also 1.1,844 mal 10 hoch 19. Das sind irgendwie 18 Trillionen, glaube ich, von der Zahl her. Und wie sieht das dann in Python aus? Ja, deutlich einfacher. Man sagt dann einfach print 2 hoch 64. Minus 1. Und wenn ich das mal ausführe, dann sieht man hier, dass wir hier 18 Trillionen, 446 Billiarden, 744 Billionen, 73 Milliarden, 709 Millionen, 551.615 rausbekommen. Und das ist übrigens die Anzahl der Reiskörner, die man erhält in Summe, wenn man auf einem Schachbrett auf das erste Feld ein Reiskorn legt, auf das zweite Feld das Doppelte legt, also zwei Reiskörner, auf das dritte Schachfeld das Doppelte, nämlich 4 Reiskörner, dann 8, dann 16, dann 32 und so weiter. Und in Summe erhält man dann genau diese 18 Trillionen Reiskörner. Ja, ein schönes Feature, muss man in anderen Programmiersprachen schon wieder einen einarmigen Handstand machen, um das hinzukriegen, ist hier einfach fester Bestandteil der Sprache. Ja, nächstes Beispiel, wir haben irgendeine Liste mit irgendwelchen Werten und wir wollen jetzt wissen, ob in dieser Liste ein bestimmter Wert enthalten ist. Nehmen wir mal als Beispiel, wir suchen nach dem Eintrag 5. Ist der in der Liste drin? Ich meine, das sieht man jetzt hier sofort, aber wenn die Liste entsprechend groß ist, wird es halt entsprechend schwierig. So, in vielen anderen Programmiersprachen macht man dann wieder so eine Schleife auf und sagt, ich gehe jetzt jedes Element der Liste durch und in Element steht dann immer der jeweilige Wert und dann prüft man, ob dieser jeweilige Wert in dem Element unserem Suchwert entspricht. Ist der Elementwert gleich oder ist der Wert, der in Element steht, gleich 5? Und wenn das der Fall ist, dann drucken wir enthalten aus. Und ich kann das mal durchführen und da sieht man, da kommt keine Ausgabe, weil er nichts getroffen hat und nichts gefunden hat. Und wenn wir das mit einer 7 machen, dann sagt er, die 7 ist enthalten. Prima. Wie macht man das in Python? Man macht Folgendes. Man sagt, if 7 in Liste
print und da sieht man, wir kriegen jetzt zweimal das enthalten, einmal von hier oben und hier ergibt sich genau das gleiche. Das heißt, wir können also Suchbegriffe einfach hier angeben und können fragen, ob die in der Liste enthalten sind und das funktioniert, oh Wunder, auch wieder mit Dictionaries, das funktioniert mit Sets, das funktioniert mit Strings. Also ich könnte zum Beispiel hier auch sagen, ist ein bestimmter Buchstabe. If s in Hannover. Und dann kriegen wir hier oben das enthalten, weil wir hier oben immer noch nach der 7 in der Liste suchen und hier unten kriegen wir nichts. Und wenn ich sage, okay, such doch mal das O, dann kriegen wir hier auch ein enthalten bei dem O. Also so sucht man in Iterables, wie es immer schön heißt, also durchsuchbare Anzahlen von Elementen. Und ein String ist auch nichts anderes als eine Anzahl von Buchstaben. So behandelt Python das. Ja, nochmal das Thema Liste. Wir haben hier wieder unsere Liste mit 1, 2, 3, 7 und ich möchte jetzt auf das letzte Element der Liste zugreifen und das letzte Element der Liste ausgeben. Das mache ich hier mit diesem Print-Befehl und in anderen Programmiersprachen läuft das dann so, dann nimmt man die Liste, dann gibt man den Index vor des letzten Elements. Jetzt weiß ich aber eben nicht, wie viele Elemente diese Liste hat, also frage ich erst einmal die Anzahl der Elemente in der Liste ab. Dann kriege ich hier eine 4 zurückgeliefert, weil es eben 4 Einträge gibt. Jetzt darf ich aber 4 nicht als Index benutzen, weil eben bei Python ist zum Beispiel so, ist das 0 indiziert. Also ist der erste Wert hat den Index 0, der zweite Wert den Index 1, der dritte Wert den Index 2 und der vierte Wert den Index 3. Also muss ich eben die Länge der Liste 4, da muss ich noch 1 abziehen, damit ich auf den Index 3 komme. Das ist der letztmögliche Index, den ich benutze. Und wenn ich das dann ausführe, dann kriege ich hier unten eine 7 zurückgeliefert. Wenn ich dieses minus 1 vergesse, dann kriege ich hier natürlich schon wieder einen List-Index out of range, weil er sagt, Index-Element 4 in der Liste gibt es nicht. Da gibt es als letztes Index-Element 3. So, das ist so der Weg, den die anderen Programmiersprachen wählen. In Python geht das anders oder deutlich einfacher. Man sagt einfach print, ups, Liste. Und jetzt gibt man einen Index vor und das letzte Element einer Liste hat den Index minus 1. Und das machen wir auch mal. Und da kriegen wir jetzt zweimal die 7 zurückgeliefert, weil das oben und das unten ist identisch. Wie funktioniert das grundsätzlich? Grundsätzlich sagt halt Python, wenn ich eben einen Index vorgebe, hier zum Beispiel die 0, dann gibt er mir das erste Element der Liste raus. Und Index 1 gibt er mir das zweite Element der Liste raus. Und wenn ich aber von hinten anfangen möchte, ich möchte das letzte Element einer Liste, dann gebe ich einfach einen Negativ 1 vor. Negativ 0 ist ein bisschen doof, aber negativ 1 heißt halt von hinten das letzte Element. Und dann kriege ich die 7 zurück und wenn ich das vorletzte Element haben möchte, dann gebe ich die minus 2 zurück und dann kriege ich die 3. Und wenn ich das vorvorletzte, also ich kann von rückwärts einfach das Ganze machen, dann kriege ich eben das vorvorletzte Element zurück. Und man muss nicht mit len Liste und minus 1 und was weiß ich nicht alles arbeiten, sondern man sagt einfach, ich will das letzte Element haben. Ja, nächstes Beispiel ist die Abarbeitung von Listinhalten. Also ich habe jetzt hier mal eine Variable Liste genannt. Das war ein bisschen generisch der Titel, aber wir haben eine Liste von irgendwelchen Zahlen, die da drin stehen. In Python macht man das mit eckigen Klammern und Kommata. Und dann geht man die Liste durch und so machen das viele andere Programmiersprachen. Man würde in Python hier dann sagen, ich habe hier so eine Art Index, den ich definiere und dieser Index wird einfach kriegt Werte zu sortiert und zwar fängt der Index bei 0 an. 0 ist quasi der erste Eintrag in der Liste, also 0 indiziert sind in Python die Listeinträge. Sprich, wenn ich sage, gib mir Liste und dann hier eine 0 reinschreibe, dann kriege ich immer das erste Element aus der Liste. Also sage ich, das i bekommt Variablen von 0 bis zur Länge der Liste. Also dieses len-Liste gibt mir die Anzahl der Elemente raus. In dem Fall sind das 2, 4, 6, 8, 9. Und dann geht quasi das i von 0 bis 1 minus Länge der Liste, also von 0 bis 8.
und hat damit von 0 bis 8 9 Elemente abgegrast. So, und wenn dieses i dann eben auf irgendeinem Wert steht, am Anfang eben auf 0, dann drucken wir hier aus Printliste und zwar das nullte Element mit dem Index 0 und bekommen dann das erste Element angezeigt. Er zeigt uns dann eine 1 an. Ich kann das auch mal ausführen. Dann sieht man das hier besser und sieht, dass hier unten im Terminal dann ausgegeben wird 1, 2, 3, 4, 5, 9, 15, 9, 90, 23 und so weiter. Ja, und das wäre aber nicht die Art und Weise, wie man das in Python macht, sondern in Python gibt es einen anderen Weg, den Pythonic Way, und der heißt for Element in Liste Print Element. Und das machen wir auch mal. Und wenn wir das hier ausführen, dann sieht man hier die erste Durchführung, das ist der obere Teil, und dann hier die zweite Ausführung, völlig identisch, das ist der zweite Teil mit dieser Anweisung. Und das Schöne eben ist, dass eben hier er einfach die Liste durchgeht. Er sagt eben, Liste ist eine Ansammlung von irgendwelchen Einträgen. Und er ordnet dann eben immer den ersten Eintrag, dann den zweiten Eintrag, dann den dritten Eintrag diesem Element zu. Und dieses Element druckt er dann aus. Und ich kann mir diesen ganzen Indexkram sparen. Und das Ganze ist auch noch weniger fehleranfällig, weil ich nicht hier mit diesen Eckingklammern arbeite, mit dem Indexwert arbeite. Ich muss hier auch ein bisschen aufpassen, dass ich hier auch immer nur die Anzahl der Einträge mitgebe. Noch fataler wäre es, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine 9 eingetippt hätte. Das würde jetzt hier in diesem Beispiel auch noch funktionieren, sieht man hier auch. Bloß wehe, wenn ich jetzt hier die Anzahl der Einträge verändere und das Ganze dann nochmal mache. Zum Beispiel habe ich jetzt ein Element rausgelöscht und dann sieht man, hier kriegen wir dann in der ersten Variante einen Abbruch, weil er sagt, Listindex out of range, denn er geht von 0 bis 9, sprich von 0 bis inklusive 8, 9 Elemente. Jetzt sind es aber nur noch 8 Elemente drin. Und wenn ich jetzt sage, nee, führe das hier mal gar nicht aus, sondern führe nur das untere aus, das untere stimmt immer. Er geht einfach die Anzahl der Elemente durch, völlig egal, wie viel in der Liste sind. Und wenn ich hier auch die 99 nochmal rausschmeiße und das Ganze ausführe, dann wird es fehlerfrei durchgeführt. Also eine viel einfachere Darstellung. Ja, das waren sie auch schon, meine ganz individuellen persönlichen Top 10 Python-Features. Sollte irgendwie ein Feature nicht genannt worden sein von mir, denn es gibt natürlich noch viel, viel mehr tolle Sachen, die man in Python erkunden kann. Aber ich musste mich halt einschränken auf die Top 10, um jetzt keine 160-Punkte-Liste zu machen. Aber falls ihr der Meinung seid, da fehlt aber noch mal ein ganz wichtiges Feature, dann bitte in die Kommentare reinschreiben. Dann kann man das vielleicht noch mal irgendwann ergänzen. Das wird sich vielleicht auch im Laufe der Zeit noch ändern. Wenn ich also weiter tiefer grabe, mich in die Sprache reingrabe, kann es durchaus sein, dass ich noch andere Features identifiziere, die mir dann noch lieber sind. Aber nach 2 Jahren würde ich jetzt mal sagen, das sind meine Top 10. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen gesehen, die ihr bisher noch nicht kanntet und die euch dann bei der Bewältigung der täglichen Programmieraufgaben dann weiterhelfen können. Bis denn, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.